unterbricht er vor den romantischen Moment oder sowas? Ja, Ziege, ne? Aber ich glaube, wir laden gleich nochmal den Safe, den wir kurz vorher gemacht haben, und gucken, ob ich wirklich mit dem Dynamit und also mit dem TT die Statuen auch hätte zerstören können. Oder die Tabula. Das interessiert mich jetzt. Aber hey, wir haben's durchgeschafft. Damit die komplette Waffe mit Fluchreihe. Ah. Dann können wir uns ja jetzt anderen Sachen widmen. Checken, wie hat dir das Spiel denn gefallen? Die geringe Mausempfindlichkeit, die man nicht ändern konnte, war schon ein bisschen anstrengend hin und wieder. Aber hey, es war zumindest schön, wenn man nicht weitergekommen ist, dass man sich Tipps holen kann, zum Beispiel bei diesem verdammten Musikrätsel. Ich habe keine Ahnung von Musik. Beziehungsweise von der Tonleiter her, wo was hinkommt. Mäßiges Blablabla von den Noten, was auch immer. Ja, erste Hälfte war so super, musste ich gar nichts nachgucken und dann zweite Hälfte ging's bergab. Oh, Jake, das heißt aber nur, dass du zu schlecht bist. Ja, erstmal auf den Mund und auf Schulter klopfen, auch wenn das meine Handfläche ist. Aber stellt euch mal vor, dann ist es einfach die meine Schulter. Aber hey, wenn es halt so einfach gewesen wäre, dann wäre es ja auch langweilig, ne? Man braucht schon Herausforderungen, aber nicht sowas wie ein Schärfe unter Zeitdruck, eine Bombe mit nervenden Ticken wie im vierten Teil. Generell, es gab keine Stelle, an der man sterben konnte, ne? Also so wie die ersten beiden Teile plus der Fan-Titel im dritten und vierten Teil konnte man zwar sterben, aber da wurden Checkpoints geladen. Mhm. Und hier wurde das eigentlich alles rausgenommen. Ja, wer mag es schon zu sterben? Sterben ist langweilig. Ja, English Voices. Gab ja dieses eine Easter Egg mit dem Radio, wo plötzlich die englischen Mäuse waren. Haben sie vergessen zu übersetzen. Aber hey. Wahrscheinlich hat die Übersetzer es auch nicht gefunden. Oder so, keine Ahnung. Wir müssten doch eigentlich die Textskripte bekommen. Und die haben sich gedacht, nö, übersetzen wir einfach mal nicht. Es gab ja eigentlich deutsche Untertitel. Noch irgendwas von Interesse? Ich habe Ziegen gefüttert. Ja, und jetzt werden wir die Ziege füttern. Ob ich den Blumenstrauß wirklich hätte Nico geben können? Ich habe ihn ja damals an die Ziege verfüttert. In Katalonien. Keine Ahnung, es gibt sicherlich noch einige Achievements, die ich freischalten können tun. Was eigentlich schade ist, ich habe gesehen, dass man die nicht in Aufnahmen sieht, wenn unten die Achievements aufblocken, die man freigeschaltet hat. Als wir das Ende gerade durchgespielt haben, also ne, mit dem TNT ein Loch gesprengt haben, da habe ich zwei bekommen. Aber zum Durchspielen wahrscheinlich, weil ich da was freigesprengt habe. Deswegen habe ich ja den Gedanken, dass ich vielleicht noch weitere Endings haben hätte können. Ich meine, im Traum haben ja auch die Typen davon eingeredet. Vielleicht gibt es ja wirklich mehrere Endings.
ganzen spanischen Sachen. Ja, denn jeder muss in den Credits stehen. Was interessiert mich die Synchronsprecher in Frankreich oder Italien oder was weiß ich so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wenn es da mehrere Endings wirklich gibt, dass ich dann die Credits überspringen kann. Es gibt ja auch Spiele, in denen man Credits nicht überspringen kann. Ich gucke auf dich, Tales of Xillia und Xillia 2. Besonders Xillia 2 mit seinen 5 Enden? Ja. 5. Beta-Tester. Ja. Habt ihr nicht getestet, dass bei der Ziege mir schon zweimal das Spiel aufgehangen ist? Nein, Schicken, das ist nur dir passiert. In Treble passiert mir ein Gamebreaker. Hier hängt sich das Spiel an 2 Stellen auf. Aber am Ende der letzten Session und in dieser Session bei der Ziege beides Male, als ich mit ihr interagiert habe, um eine Feige zu werfen. Was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Spielabsturz hat auch noch gefehlt. Wobei... Als wir noch in Frankreich waren, ist da nicht sowas passiert? Ja, da hatte ich lange Zeit auch einen schwarzen Bildschirm, da hat sich das Spiel auch aufgehangen. In Frankreich. Als wir... Oh, wann war das? War das kurz bevor wir den Blumenladen betreten haben? Wir sind auf jeden Fall irgendwo hingegangen. Preiswechselmäßig. Dann lasse ich das Spiel aufgehangen. Ach, keine Ahnung. Muss ich die Folge nochmal angucken, schicken. So, es wollen noch nicht alle Folgentitel und Beschreibungen haben. Aber kommt dann irgendwann später. Irgendwann! Ja, apropos Bombenentschärfung. Nein. Ja, Waffenbezug 4. Bombe. Nein, fang jetzt nicht wieder damit an. Wir sind schon wieder bei Italien? Nee, Frankreich. Jetzt kommen die ganzen Sales-Dinger. Davor waren jetzt die Voices. Es ist zwar schön, dass sie mit Musik Credits irgendwie ein bisschen interessanter gestalten würden, aber es bleibt immer noch schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift, die einfach nur nach oben fährt. Es stinkt langweilig. Egal, special thanks. Ja, guckt euch die Credits von Titan Quest an und macht sowas nur noch. Das ist interessant. Na, ist das jetzt vorbei? Kann ich zum Titelbildschirm zurück? Ach, Kickstarter, Leute. A very special thanks. Ja, denn Special Thanks ist nicht enough. Jetzt fange ich schon wieder mit dem Denglisch an. Ah.
Aber was ich auch schön fand, ist, dass wir wieder auf die Henderson getroffen sind, das Ehepaar. Davon war im vierten Teil nur der Mann zu sehen, im dritten Teil kam sie gar nicht vor. Ja, erster und zweiter Teil waren sie ja auch dort. Und im Fan-Teil, wo wir sie aber als Nico getroffen haben. Aber da es nur ein Fan-Teil war, haben wir sie hier mit Nico zum ersten Mal getroffen. Das ist so kompliziert. Verdammte Fans! Na gut, die hätten ja nicht wissen können, dass... Ne, Nico dann zum ersten Mal wirklich auf die Henderson trifft im fünften Teil. Glaube ich. Ich weiß nicht, wann die beiden Spiele entwickelt wurden, in welchen Jahrhunderten. Jahrhunderte von allem Chicken. Das ist jetzt bestimmt nicht so weit auseinander. So 6000 Jahre. Das ist ein bisschen schwer. Alter, wie viele Leute haben daran gearbeitet? Alle Namen des Universums aufzählen. Wir sind gerade mal beim B. Ah. Noch über irgendwas reden. Wir hatten die ganze Zeit eine Kakerlake dabei. Ja, Trevor ist eine der wichtigsten Protagonistinnen. Wieso kam sie nicht bei der Charaktergalerie vor? Aber schön, dass wir sowas auch hatten, sodass wir nachlesen konnten. Immer wieder, wer war. Weil für mich sind ihr Namen Schall und Rauch. Ich merke mir sowas nie. Wirklich. Ich habe kein Talent für sowas. Von Geburtstagen mal abgesehen. Aber auch gut, dass wir Trevor mitgenommen hatten. Weil sie hätte für uns den Schaltkreis überbrückt. Stell dir mal vor, wir haben Trevor nicht dabei gehabt. Dann hätten wir ein Problem, Chicken. Ja, jeder sollte sich eine Kakerlake als Haustier halten. Wie hoch ist die Lebenserwartung von so einer Kakerlake? Keine Ahnung, kannst du hinterher mal googeln. Nicht, dass ich mir jetzt eine Kakerlake halten wollen würde, aber falls ich mal einen Schaltkreis überbrücken muss, habe ich eine Büroklammer hier irgendwo rumfliegen? was sagt meine Schublade? Ich habe doch hier bestimmt ein paar Büroklammern. Ja, habe ich sogar. Reißzwecken. Check mal fast alles. Na gut. Die Betonung liegt auf fast. Wenn sind wir jetzt schon bei N? Oder zählen jetzt nochmal alle Namen auf, die bisher erschienen sind? Oder sind das wirklich die Namen aller einzelnen Leute, die bei dem Kickstarter-Projekt ein bisschen Geld gespendet haben? So halt auch die Minimumbeträge von unter 1 Euro. Ja, Chicken. Alle müssen dabei sein. Alle. Je länger die Credits sind, desto weniger weiß ich, was ich quatschen soll. Das ist mir jetzt egal, wie lange die Aufnahme hier dauern würde. Ich habe 600 GB frei. Ich werde noch ausprobieren, ob man wirklich mehrere Endings haben kann. Da ist sogar jemand mit X.
zwei, drei Leute. Wieso kommen nach dem Z noch weitere Buchstaben? Platinum-Member. Langsam wird's langweilig. Interessante Musik, als wären wir auf einem Tanzfestival oder so. Ja, es tanzen sie in Walzer oder so und dann wird geknutscht, was George und Nico nicht durften. Jetzt haben sie schon 5 Teile, wo es den Fantitel miteinander verbracht und dann... Das erinnert mich an eine andere Sache, aber das sollte ich wahrscheinlich nicht erwähnen. Weil die Situation so ähnlich war. In einem gewissen Anime. Na, erst baut man sowas auf und dann lässt man das alles fallen. Das ist nicht sehr schön. Man erwartet Dinge und dann passieren sie nicht. Da wird man nur wieder enttäuscht. Ich sehe schon, Kells dauert eine Stunde. War das nicht sogar bei Arkham Knight? Oder bei irgendeinem anderen, wo ich eine Stunde Kells hatte? Ich habe so eine Erinnerung, dass ich bei irgendeinem Projekt auch eine Stunde lang Credits hatte. Arkham City? Oh, ich habe keine Ahnung, das ist so lang her. Ja, Arkham Asylum war 2016. 29.09.2016 hat's für euch angefangen. Jetzt ratet mal, woher ich das so genau weiß. Ja. Denn das ist der Todestag von jemandem, der mir sehr viel bedeutet hat. Sowas kann man einfach nicht vergessen. Muss ich jetzt auch so ein Held werden? Weil irgendwie ist ja bei allen, fast allen Helden so, dass irgendjemand in der Familie gestorben ist und dann sie zum Helden wurden. Ja, siehe Batman. Ja, ich lese nur wieder Bruno! Leute, die Bruno heißen, sterben auch gerne. Wieso sind wir jetzt bei so depressiven Themen? Ich weiß es nicht. Kann irgendwas passieren, zum Beispiel, dass die Credits weggehen? Ich muss Dinge ausprobieren. Habe ich da nicht nochmal Credits? Falls wirklich das Spiel mehrere Endings hat? Dann schneide ich die aber raus. Ich könnte sie mit Escape überspringen, falls das geht. Ja, vielleicht kann man sie nicht überspringen. Was ist das denn für ein Name? Decker. Interessant.
Wir waren doch vorhin schon bei Z. Jetzt sind wir wieder bei G. Ja, Sophie Dennis. Es gibt halt Namen, die sehr oft vorkommen. Kommt euer Name auch oft vor in der Welt? Gibt es noch andere Leute, die so heißen wie ihr? Oh, stellt mal vor, jeder von euren Nachbarn hat genau den gleichen Namen wie ihr. Also falls jemand von euch Dennis heißt, dann hat jeder Nachbar von euch den Namen auch Dennis. So eine ganze Häuserreihe lang. Alle heißen Dennis, nur halt mit unterschiedlichen Nachnamen. Aber hey, wenn mal einer vorbeigeht und alle gerade offenes Fenster haben, ruft nur einmal kurz hier rein, Hallo Dennis! Und dann gucken direkt alle Dennisse in der Wohngegend aus dem Fenster. Ich weiß, meine Gesprächsthemen werden immer seltsamer. Immer seltsamer. Aber über was soll man sonst reden bei langweiligen Credits? Langweilig. Keine Ahnung, du könntest ein Gedicht schreiben. Das einzige Gedicht, was mir gerade einfällt, ist... Was fängt das jetzt mit erst mit du oder nur mit ich? Ich glaube, du bist hier, ich bin hier, Schnabeltier. Aber auch nur, weil ich momentan einen Livestream von Nepolia gucke. Oder war das ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier? Ich kann mir die Reihenfolge nie merken. Na, Chicken Deponia kannst du eigentlich auch mal irgendwann eine LP zumachen. Hast du ja auch. Auf Steam. Aber ich habe mir eigentlich schon was anderes überlegt, was ich als Nachfolgeprojekt mache, als Point-and-Click-Wochenende. Wieder ein Blind-Projekt! Ja! Aber nur weil ich Lust drauf habe, irgendwie, keine Ahnung. Aber ich habe ja schon vor längerer Zeit erzählt. Ach, wir sind in der Zwischenzeit bei J. Aber ich glaube, er hat es eh wieder vergessen, also von daher. Menschen vergessen gerne Dinge. Ja, besonders du, Chicken. Chicken denkt sich so, ah, ich muss doch noch das und das machen. Dann steht sie auf, geht irgendwo hin und überlegt sich, was wollte ich nochmal tun? Dann geht wieder zurück. Und dann ein paar Minuten später, ah, ich wollte doch das tun noch. Und dann tut sie es erst. Oh. Ultra Kurzzeitgedächtnis. Was schön gewesen wäre, wenn schon langweilig kennst, dann hätten sie auch wenigstens mal ein paar Bilder einblenden können, um nochmal Revue passieren zu lassen. Also ein paar Screenshots aus dem Gameplay von den verschiedenen Orten, wo wir waren, dass man dann nochmal alles Revue passieren lassen kann, was passiert ist. Weil das ist auch jetzt alles so lang her, die erste Folge. Das weiß ich gerade nicht, wann sie begonnen hat. Ich weiß nur von Agamas Seite, wann für euch die erste Folge kam. Und hat die erste Folge oblivieren. Ja, der 10.12.2011. Hätte es mal am 11.11. angefangen, ne? Ja, schnell in die Vergangenheit reisen. Und dann messe ich die Timeline ab wie Flash.
Das war ein bisschen schlecht. Ein bisschen schlecht. Aber wirklich schon fast eine halbe Stunde Credits. Ich habe nicht genau aufgepasst, wann Credits angefangen haben, aber ich glaube, das ist mittlerweile eine halbe Stunde. Ob es auch ein Ende gibt, wenn man länger einfach sein Ritual machen lässt? Wenn die Welt sozusagen untergeht, indem Jora zerstört wird? Ja, einfach mal nichts tun. Das hätte mich jetzt ein anderes Ende, aber ich... Also ein anderes Spiel mit einem Ending. Aber ich hoffe, ich muss da nicht so 10 Minuten lang warten, um das zu bekommen. Ja, 10 Minuten in der Zelle hocken und dann warten. Man stirbt. Danke auch. Danke auch, Entwickler. Denn wir haben nichts Besseres mit unserem Leben vor, als 10 Minuten unsere Zeit zu verschwenden. Und wir sind schon bei M. Ja, ich gucke nicht kontinuierlich auf den Bildschirm. Ich gucke auch raus. Draußen ist es spannender und da passiert nichts. Da fährt hier wieder nur ein Auto vorbei. Okay, da waren es 3 Autos. 4. Und ein Taxi. 5. Und ein Radfahrer. Und der Bus. Hallo Bus, nimm mich mit. Nein, eigentlich, ich muss noch hier weiter zu Ende aufnehmen. Das Finale von Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. Warum die das eigentlich nicht 1:1 übersetzt haben aus dem Englischen, weil im Englischen ist es ja der Fluch der Schlange oder so. The Serpent Curse. Das ist genau wie im zweiten Teil. Ja, The Smoking Mirror. Da haben die das einfach mit die Spiegel der Finsternis übersetzt. Manchmal frage ich mich echt, warum Leute sowas tun. Ich meine, da hat man schon im Englischen so eine feste Vorgabe, warum das Spiel so heißt. Im Grunde war es ja der Fluch der Schlange, weil wir hatten ja den Ouroboros. Das ist eine Schlange. Auch wenn ich eher an Jormungandre gedacht habe. Hier diese keltische Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Nase noch ewig Schall und Rauch. Wir sind schon beim R. Lass mich raten, danach kommen noch mehr Leute. Als Credits-Namen. Respekt an die Leute, die sich die ganzen Credits reinziehen und meinem Gelaber zuhören. Ja, hin und wieder auch Chicken schweigen, weil sie nie weiß, was sie sagen soll. Kannst ja einfach irgendwelche Wörter aus deinem Englisch-Wörterbuch vorlesen und so würde dann der 6. Teil heißen, die Entwickler entwickeln sollen oder so. Also random Wörter. Ja, Blätterteig ist mir als erstes in Augenschein gekommen. Blätterteigpilz. Baphomets Fluch. Der Blätterteigpilz. Keine Ahnung. Was kann man mit Blätterteigpilz machen? Aber Blätterteig hört sich schon interessant an. Höhe. Die Höhe des Blätterteigpilzes. Keine Ahnung. Sagen wir Höhle. Die Höhle des Blätterteigpilzes.
Los, Entwickler, make it happen. Wir wollen einen Blätterteigpilz. Steffen Maxwell. Ich kenne nur Miller Maxwell. Wo wir wieder bei Xillia sind. Ichigo, mach mal Chase of Xillia LP. Ich muss irgendwann mal gucken, ob ich das Ding hinkriege. Ist aber momentan noch ein paar Siege. Ah, so, dass mir das Bild gerne einfriert. Danke auch, Gräber, ne? Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Schlimmer finde ich, dass ich meine eigene Stimme dann höre. Weil das ist so verwirrend, weil ich fange gerade einen Satz an. Das habe ich auch öfter, wenn Rappi gerade eine Bildschirmübertragung macht mit Ton. Da höre ich mich ja auch selber. Und ich sage dann was, ich höre mich dann über seine Kopfhörer auch selber. Und dann höre ich mich und dann vergesse ich selber, was ich eigentlich sagen will im Satz, wenn ich noch weiter rede durch die Übertragung. Das ist so nervig. Ja, eine Runde mit Life checken. Jetzt müssten wir aber jetzt wirklich mindestens über eine halbe Stunde schon Credit sein. Vielleicht loopen die sich ja auch und Chick merkt es nur nicht, weil sie nicht auf den Bildschirm guckt kontinuierlich. Ich meine, im vierten Teil haben sich die Credits ja auch geloopt. Das habe ich ja erst beim dritten Mal gemerkt, als es angefangen hat zu loopen. Weil ich endlich kontinuierlich drauf gucke. Sind wir schon wieder bei irgendwelchen N-Leuten? Wahrscheinlich Username, die ihre wahren Namen nicht angeben wollen. Manche wollen halt anonym bleiben. Das ist auch gut so. Silver-Member? Alter! Ja, wenn Platin gibt, muss es auch Gold, Silber, Bronze und so geben. Machen wir noch einen sechsten Teil. Hier, die Höhle des Blätterteigpilzes. Ist ja der sechste Teil. Was könnte man als siebter Teil machen? Wisst ihr, was ich das erste Wort lese? Bibel. Es hat eigentlich immer was mit Religion zu tun, den Waffenwitzflug. Ja, die Tempelrittern hatten wir hier mit Gnostika. Wir hatten noch was mit Ägypten. Wo wir auch Anubis getroffen haben. Bibelentsafter? Was? Ja, das zweite Wort ist Entsafter, wo ich drauf geguckt habe. Ja, stecken wir eine Bibel in den Entsafter. Ich glaube kaum, dass das so viel Flüssigkeit rauskommen wird. Habt ihr schon mal eine Bibel in den Entsafter gesteckt? Schinken! Super Antwort, einfach nur Schinken sagen. Bibelentsafter. Das hört sich amüsant an. Der Bibelentsafter. Ja, könnte auch so ein Mörder anonym sein. Es gibt ja auch den Origami-Mörder. Ob es den Bibelmörder gibt? Der die ganzen Leute umbringt, die so heißen wie Charaktere aus der Bibel. Wer weiß das schon. Ich sehe schon, eine Stunde Credits. Ich werde sowas von, egal wie lange das dauert. Und wenn es, keine Ahnung. Eine Stunde Credits-Folge dann hochladen. Ist mir vollkommen egal.
Ihr müsst damit leben, nicht ich. Aber Chicken, du lebst doch jetzt auch damit. Ja. Definitiv. Dabei dauert das bei mir schon eine Stunde, einen 20-Minuten-Part hochzuladen, zum Beispiel von Grim Dawn. Das waren, glaube ich, über 2 Stunden, als ich damals diese eine 45-Minuten-Folge hochgeladen habe in Tales of Symphonia, als ich mit Colette das Kolosseum gemacht habe. Aber ich gar nicht wissen, wie lange das hier hochgeladen dauern tut. Und das muss ja... wahrscheinlich Sonntag? Ja. Sollte hochgeladen sein. Heute ist Freitag, ne? Chicken, du nimmst immer zu kurzfristig auf. Ja, ich war in den letzten Tagen ein bisschen abgelenkt, sagen wir es mal so. Sehr abgelenkt. Exzessiv abgelenkt. Ich spiele momentan wieder Skyrim. Ja. Das ist so spannend, Chicken. Naja. Ich war ein bisschen im Skyrim Nexus unterwegs und hab da was sehr Interessantes gefunden. Legacy of Dragonborn. Ist genau das Richtige für so einen Horter von Gegenständen wie mich. Ich musste gerade überlegen, war das jetzt Messi oder Horter oder irgendwas anderes an Bord? Ja, Chickens eigenes kleines Museum. Einfach mal Gegenstände sammeln und ausstellen, das ist sehr schön. Habe ich auch extra einen Spielstand neu angefangen. Mittlerweile Level 60. Zwar noch nicht alles durch. Wie alt bin ich denn gerade? Hauptquest, da bin ich auf dem Weg zum Dingstempel mit Delphin und Esbern. Ja. Dunkle Bruderschaft, da bin ich Cicero am Verfolgen, der ein bisschen... Also die Dämmersternzuflucht muss ich da hingehen, nachdem er ein bisschen geraged hat in meiner Zuflucht. Für Diebesgilde muss ich noch Mercer verfolgen, der die Augen der Falmer stehlen will. Wir sind immer noch nicht durch. Harald! Ah ja. Ein Zombie-Pigman auf Rappis Minecraft-Server. Habe ich ja damals im Käfig eingesperrt. Der arme Kleine. Ich habe ihn eigentlich nur Harald genannt, weil eine... ich hätte fast NPC gesagt. Also ich hatte erst das Wort Protagonist auf der Zunge. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist aber falsch, weil Team 5D sind ja die ganzen Protagonisten nur. Und der gehört nicht zu 5Ds. Also Team 5Ds, der gehört zu Ragnarök. Da kam mir irgendwie das Wort NPC in den Sinn. Sagen wir Nebencharakter. Es hat einen Charakter-Chicken. Aus 5Ds. Den musste ich die ganze Zeit da denken, als ich... Keine Ahnung, warum ich an ihn denken musste. Ja, weil du 5Ds gesuchtet hast zu dem Zeitpunkt. Deswegen hast du ihn Harald genannt. Skyrim, ja. Ich habe auch noch viel vor mir. Magiergilde, da muss ich in irgendeine Dwemer-Ruine gerade reingehen, um den Aufenthaltsort vom Stab des Magnus. Die Gefährten. Da mache ich gerade Jagd auf die Silberne Hans, nachdem die Skjör getötet haben. Vom Bürgerkrieg reden wir mal gar nicht. Ja. Ich bin gerade auch in 4 Fürstentümer Erstane. Ja. Die ätherische Artefakte habe ich auch noch nicht alle. Ist auch so viel zu tun.
Hin und wieder werde ich auch vollkommen abgelenkt, weil Legacy of Dragonborn auch noch seine eigenen Quests hat. Wo ich mir nur denke, ich wollte doch gerade nur kurz mein Inventar ausleeren, die ganzen Sachen aufstellen, die ich gesammelt habe. Und dann wird mir eine Quest entgegengeschmissen. Aber ich wollte jetzt, ich werde nicht sagen, was das für Quests sind. Falls ihr auch noch das spielen wollt, das spoilere ich euch nicht. Nee. Aber es sind schon interessante Sachen. wir sind einfach immer noch nicht vorbei. 45 Minuten fast schon. Vielleicht auch über. Keine Ahnung. Und ich blätter hier einfach. Ich muss irgendwas tun. Ja, ich blätter willkürlich in meinem Wörterbuch herum. Was erhoffst du zu finden? Das Ende der Credits, ja. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja ein Drache vom Himmel geflogen und basht die Credits weg. Wenn wir schon anfangen von Skyrim zu sprechen. Ja, Skyrim, mein längstes LP. Ich meine, ohne die DLCs waren das ja schon über 600 Folgen. Man muss auch bedenken, dass ich nur 15-minütige Parts gemacht habe damals. Mittlerweile mache ich ja 20 Minuten. Also würde ich nochmal Skyrim LP machen, da würde ich einige Dinge anders machen. Zum Beispiel die ganzen Verkaufsfolgen rausschneiden, dass ich dann offscreen anfange zu verkaufen. Das hätte ich schon viel früher machen müssen. Weil ich habe ja, glaube ich, eine komplette Folge nur damit verbracht, einfach nur mein Zeug zu verkaufen. Ja. Und hier labern wir einfach nur irgendwelchen Schwachsinn 45 Minuten lang, während den Credits, was nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat. Weil ich mich wahrscheinlich eh nicht mehr an die meisten Sachen erinnere. Deswegen wäre es schön, wie gesagt, wenn man in den Credits so Screenshots hat aus Stellen des Spiels, womit man nochmal alles Revue passieren lassen kann. Zum Beispiel wie in Arkham Knight, die sah man ja solche Bilder, aber da fängt es glaube ich auch mit Asylum an. Erst Bilder aus Asylum, dann City und dann Knight. Warum nicht Arkham Origins? Weil das von anderen Entwicklern gemacht wurde. Nicht von Rocksteady. Ja. Das war ja damals nur so als so Platzhalterprojekt gedacht, weil Knight noch in der Entwicklung war. Also Origin. Sind wir eigentlich immer noch bei den Silver Member? Von den Kickstarter-Typen? Ich guck nicht mehr hin. Das sind übrigens alle sehr interessante Namen. Psychman. Könnte auch so ein Superhero-Name sein. Alter, Psychokräfte. Jetzt kommen wir wieder zu Real-Life-Names. Das ist so merkwürdig. Ja, Richard. Es gibt mehr Richards als Dennis. Rocky. Das hört sich ja nach einem Tiername an. Würdet ihr euer Kind Rocky nennen? Ich würde eher ein Haustier so nennen. Und das endet auf I. Alle meine Tiere hatten bisher ein I am Ende. Das ist eine Tradition. Sie müssen alle ein I am Ende haben. Ein I-Laut.
Was sagt das dann über Rappi aus? Weil ich kürze seinen Namen auch mit dem Spitznamen Rappi ab. Heißt das erst dann... Interessant. Ja, ihr solltet vorsichtig sein, wenn ich jemals euch einen Spitznamen gebe und das endet dann auf einem I-Laut. Wir sind schon bei Tee, aber wahrscheinlich kommen dann noch mehr, die ganzen Bronze-Dinger. Es wird bestimmt da jetzt noch so eine Stunde gehen. Ich hasse Credits. Es will ja jeder gewürdigt werden. Aber trotzdem. Ich habe bestimmt schon das dritte oder vierte Mal. Da kann man sich schon denken, wie lange das alles geht. Ich habe zwar gesagt, ich habe 600 GB frei, aber so viel ist das nur auch wieder nicht. Spiel bitte. Patcht ein paar Namen raus aus den Credits. Gut, dass ich vor der Aufnahme noch ein bisschen Platz gemacht habe. Sonst wäre ich besorgt. Ich bin schon 20 Minuten über meine eigentliche Aufnahmezeit. Hatte halb vier habe ich angefangen. Ja, Viertel vor fünf wollte ich eigentlich aufhören. Jetzt ist es schon fünf nach fünf. Na, kommen jetzt noch mehr Leute? Dann haben wir es geschafft. Ich hab's geschafft, wir sind im Hauptmenü endlich. Das noch kurz bevor wir... Ja. Und kann ich noch... Ich kann mit Eva reden. Grünes Licht, blaues Licht. Ich habe gar nicht mit Eva geredet. Nico, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wir müssen Langham stoppen, ehe es zu spät ist. Was geht hier vor? Er hat die Tabula in den Altar gesteckt. Die Mächte erheben sich. Ja, nicht wahr? Blaues Licht? Nico! Reines Licht! Reines Gurgel! Licht! Also geht das nicht? Wozu habe ich das Dynamit? Was hältst du davon, Nico? Ich weiß nicht. Meinst du, das könnte nützlich sein? Okay. Wieso hat er jetzt so geredet? Ich Luft sofort zerstören? Bitte! Schnell! Licht! Reines weißes Licht! Aber wer sagt was anderes? Es kann auch wirklich sein, dass ich hier Zeitdruck habe. Das hätte die Decke vermutlich zum Einsturz gebracht. Ach, glaubst du? Das hätte die Decke vermutlich zum Einsturz gebracht. Uralter Baum. Ich brachte es nicht übers Herz, einen so alten Baum zu sprengen. Aber die Ziege hinterher essen, ne? Oh.
glaube, wenn wir noch länger warten, wird George wirklich ertrinken. Langham, hören Sie auf! Langham! Keine Lust. Langham! Das interessiert mich wirklich, weil das bisher... Das hat ja keinen Zweck, aber merkte mich kaum. Sagt George ja andere Dinge, schon dreimal. Irgendwann kommt sicherlich der Zeitpunkt, wo er nicht mehr hochkommt und Langham gewinnt. Und ich den nicht einfach mit TNT? Ah, jetzt sagt er kein Schnell mehr auch. Er sagt immer was anderes. Er war zu nah bei George. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen länger warten, dann wird George wirklich ertrinken und Lem gewinnt. Die Situation sieht jetzt für mich wirklich so aus, als gibt es noch ein weiteres Ende mindestens. Mit der Tabula kann ich nichts machen. Blaues Licht. Grünes Licht. Was hältst du davon, Nico? Nicht viel, George. Und wieso kommen diese Voice Lines? Wieso habe ich das Dynamit? Spring Eva. Frage ist, bringt das wirklich was? Eva in die Luft zu jagen, wäre wenig konstruktiv. Keine Ahnung. Obwohl, das sind jetzt eigentlich die gleichen. Ist doch nur ein Ende? Hm. Wozu haben wir dann das Dynamit bekommen? Oder geht das auch? Und Nico sagt dann, das funktioniert nicht. Weil es zu klein ist. Laufen Sie, Eva! Okay, beides geht. Beides geht. Dann gibt es vielleicht doch kein weiteres Ende, keine Ahnung. Oder ich habe halt nicht lang genug gewartet, aber wir hatten jetzt schon fast eine Stunde Credits. Naja, muss ich mal gucken, was die Achievements sagen. Mir fehlen sicherlich noch einige. Ja, der erste und einzige Baphomets-Flugteil, wo es Archivements gibt. Und Jack muss sie natürlich alle sammeln. Aber das muss euch ja nicht interessieren. Und ich würde dann sagen, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden, meine kleine freie Nacht, das soll es für Baphomets Fluch 5 der Sündenfall gewesen sein. Wir haben die Credits hinter uns gebracht. Endlich! Oh, schade, dass ich wirklich nicht andere Sachen in die Luft sprengen konnte. Weil der Traum hat ja eher darauf hingewiesen, den George während dem Flug hatte, dass man hier drei mögliche Endings vielleicht haben kann. Beim Dings, wie hieß er? Ich brauche Namen! Also schön. Wo bist du? Bin ich blind? Ja, ihn konnten wir eigentlich auch nicht so oft anrufen. Ist auch ein bisschen doof gewesen. Na, Simeon hatten wir einmal im Traum. Marquess! Wieso vergesse ich immer seinen Namen? Marquess. Und Hobbs hatten wir auch noch im Traum. Und die drei haben ja unterschiedliche Dinge gesagt, was George machen kann. Und das hat mir irgendwie den Einfluss gegeben. Nicht Einfluss.
die Ansicht. Es hat halt den Eindruck erweckt, dass es vielleicht drei Endings gibt. Naja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da müsst ihr das dann selber herausfinden. Ja. Falls euch diese langsame Maus nicht aufregt. Also sobald ich aus dem Spiel rausgehe, habe ich wieder meine ganz normale Mausgeschwindigkeit. Und hier so langsam. Vielleicht würde das nächste Point-and-Click-Adventure besser. Und ich hoffe wirklich, dass man im nächsten Point-and-Click-Adventure wieder die Leertaste benutzen kann, um sich anzeigen zu lassen mit, was man alles interagieren kann. Weil es ist immer so anstrengend, jeden einzelnen Pixel so sich umzugucken. Und dann übersieht man irgendwas, so wie ich schon sehr viele Dinge im vierten Teil auch übersehen habe. Zum Beispiel im Hotelzimmer von Maria den Knopf für einen Ventilator, um den anzuschalten und auszuschalten. Naja, werden wir dann sehen, wenn das nächste Projekt kommt. Wahrscheinlich schon nächste Woche. Wollen wir doch offen checken! Aber bis dahin, gute Nacht.